Sterben muss er. Il Carnefice, Geburtsjahr 1473, Beruf Henker. In den Geschichtsbüchern findet sich kein Hinweis auf Il Carnefice. Also habe ich ein wenig in Abstergos Hauptrechnern herumgewühlt. Folgendes habe ich gefunden. Als natürlicher Verbrecher der Borgia tötet Il Carnefice zur Freude einer tobenden Menge. Die andere kleine Information, die ich ans Tageslicht bringen konnte, ist, dass er sich gerne als so eine Art kranker Künstler sieht. Das erklärt dann wohl die tobende Menge. Ich frage mich, ob er auch Kunststücke während der Hinrichtung zeigt oder ob es eher an der raffinierten Art liegt, wie er den Hebel zieht. So, den finde ich da oben. Wollte gar nicht hoch. Alter, okay. So sehen also die Dächer aus. Gute Arbeit da unten. Nicht meine beste, aber es ist schwer bei so schlechtem Material. Gut, und dann stirb. Au! Das habt ihr nicht durchdacht. Okay. Sagt, wenn ihr eine Das hab ich mir anders vorgestellt. Der macht ja richtig Schaden. Gute Arbeit da unten. Nicht meine beste, aber es ist schwer bei so schlechtem Material. Am besten ist es. Das habt ihr nicht durchdacht. Das war nicht so gemeint. Ehrlich. Sagt, wenn ihr eine Pause braucht. Welches Sag mal, ich was macht da so viel Schaden? Ha? Vielleicht fange ich mit dem Schädel an. Requiescat in pace. Okay. Nicht schlecht. Ich muss mal mit euch reden. Lass mich etwas gehen, bitte. Ich gebe auf. Bitte. Lasst mich einfach gehen, bitte. Ja, dann. Bitte. Oh, Jesus, bitte rette mich. Ihr müsst mich nicht töten. So lasset mich in Frieden. Einfach. Verschont mich. Bitte tut es nicht. Bitte. So, erstmal ein bisschen Geld sammeln von denen. Ich bin blank. Lasst mich einfach gehen, bitte. Bitte. Ich habe Familie. Lasst mich einfach gehen, bitte. Hast du Glück? Ich gebe auf. Bitte. Ich krieg Kugeln von denen? Ey, wie geil. Lass mich einfach gehen, bitte. Kaderring? Was ist denn ein Ring, bitte?
Menge 1. Als Symbol der... Okay. Scheint Verkaufsware. Cool, Geld. So haben sie auch noch etwas zum Umwandeln bitte, gesetzt. Bitte rette mich! Ich gebe auf! Bitte! Lasst mich einfach gehen! Bitte! Bitte. Ich habe Familie! Gut. Ich sehe doch hier was. Okay, da haben wir ein schönes Startgeld gerade gesammelt. Gerät anscheinend schnell aus dem Atem. Weihrauch. Sehe ich aus wie ein Priester? Okay, müssen wir weiter runter. Aber da ist auch ein Schmied in der Nähe. Können wir gleich mal gucken, ob wir eine Rüstung kriegen oder eine, oder Waffen. Brauchen wir Leben. Mein Bein. Geld werfen. Ja, nee, ich tue es jetzt nicht. Weil ich brauche das noch. Was soll das werden? Was war das? Scheiße, gibt's hier Bettler. Ich fürchte, es gibt Bettler hier. Oh. Was? Arzt. Renovieren für 650 Florin. Darin stehen Medizingiftverkauf. Außerdem findet sich rund um den Arzt rum. Aha. Warum? Warum soll ich das renovieren? Sieht aus wie in Florenz, ja. Ist das auf der anderen Seite? Ich sehe den Hammer da auf der Karte. Da will ich mal kurz hin. Hey, sieht schön aus. Aber der malt anscheinend einfach so, er zeichnet kein Stillleben oder sowas. In all seinem Großmut, seiner Weisheit und Güte. Großer Abverkauf, kommt und seht, mein Schmied. Ein normales Schwert, aber. Okay. Auf einmal machen die mehr Schaden. Armbrust. Oh, 12.800. Oh nee, es gibt noch keine Rüstung. Dann verkaufen wir zumindest den Ring. Soll ich nicht alles verkaufen? Ziemlich wenig. Verehrt mich bitte wieder. Tja. Das ist nicht so besonders interessant. Naja. Wahrscheinlich muss ich jetzt mal Fortschritt erspielen. Wir hätten das Phänomen hier beim zweiten Teil, das halt dann relativ stark waren am Anfang. Weil ich das Spiel so ein bisschen gebreakt habe. Ezio, welche Überraschung, euch hier zu sehen. Habt ihr nicht nach mir geschickt? Mitnichten.
Die Nachricht vom Angriff verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Wir waren überzeugt, ihr wärt tot. Noch nicht. Ich bin noch recht lebendig. Die Borgia dürfen nicht entdecken, dass ihr entkamt. Der Neue in der Stadt. Machiavelli durch Rom begleiten und verschiedene Gefahren auf dem Weg begegnen. Folgt mir. Erregt bloß keine unnötige Aufmerksamkeit. Tue ich das je? Man wird von Tyrannen Korruption verschwinden. Eine Tarnmission, ne? Lass mich raten. Es wäre weise, eine Ausrüstung zu kaufen. Ohne werdet ihr in Rom nicht lange überleben. Das hätte ich ja schon versucht. Ging nicht. Ich habe meine Klinge. Ja, ich kann es ja niemandem. Und die Wachen haben Büchsen. Dank der Borgia. Zum Glück kann ich euch helfen. Du gibst mir Geld. Grazie. Als mein Schuldner hört ihr vielleicht auf die Vernunft. Falls ich ihr begegne, lasse ich es euch wissen. Wenn ihr nach fairen Preisen für Qualität... Das erinnert mich aber gerade an was anderem. Diese Montur hier, ne? Scheint doch kein Unterschied. Keine Ahnung. Egal. Arbeit sucht. Ja, gib mir Geld. Ah ja, jetzt kann ich plötzlich Rüstung kaufen. Okay. Hey, Schulterteile. Gib mir ein Leben. Und Widerstand 3. So, 1300 habe ich noch. Ein Stilett. Ist eine kleine Waffe, das ist gut. Für 300 nehme ich mit. Besser als nix. Ich habe hier gerade nichts. Investition brauche ich, will ich nicht. Gut, geil. Ich habe gerne geholfen. Ben, nun könnt ihr die Reise zurück nach Florenz überleben. Vielleicht. Aber ich gehe nicht nach Florenz. Oh. Es wird keinen Frieden geben, bis wir uns nicht gegen die Borgia-Familie erheben und die Templer, die ihnen dienen. Ich erinnere mich nicht an solch starke Worte in Monteregione. Woher hätte ich wissen können, dass sie mich so schnell finden und dass sie Mario töten? Rodrigo umgibt sich mit Schlangen und Mördern. Selbst seine Tochter Lucrezia wurde zu einer seiner schärfsten Waffen gemacht. Aber sie verblasst. Im Vergleich zu dem Mann hinter dem Angriff auf die Villa. Er ist ehrgeizig, skrupellos und grausam ohnegleichen. Gesetz und Moral bedeuten ihm nichts. Er tötete seinen Bruder im Kampf um Macht. Er kennt weder Furcht noch Schwäche. Die, die nicht durch sein Schwert sterben, schließen sich ihm an. Die mächtigen Familien der Orsini und Colonna kriechen vor ihm im Staub. Und der König von Frankreich steht ihm zur Seite. Nennt mir seinen Namen. Cesare. Führer des päpstlichen Heers. Was er mit seiner Macht im Schilde führt? Was den Mann antreibt? Das vermag ich nicht zu sagen. Aber Ezio, Cesare hat ganz Italien im Visier. Und bei seinem Tempo wird er es kriegen. Höre ich da Bewunderung in eurer Stimme? Er versteht es, seinen Willen durchzusetzen. Ein seltenes Talent heutzutage. Gesperrte Gebiete. Achso, die greifen mich dann sofort an. Irgendwas flüstert. Sollten wir nicht lieber reiten? Roma ist sehr groß. Als Cesares Feldzüge in der Romagna erfolgreich waren und die Borgia an Einfluss gewannen, haben sie erhebliche Teile der Stadt Rom in Besitz genommen. Diese Stelle können wir nicht benutzen. Oh, der Wille der Borgia ist Gesetz? Was wollt ihr andeuten, Ezio? Stellt euch doch nicht dumm, Machiavelli. Habt ihr irgendeinen Plan? Ich improvisiere. Ich muss reingehen, ne?
habe bald genug von eurer Arroganz. Hören Sie ihn, um den Einfluss der Borgia über die Umgebung ein Ende zu setzen. Eure Mama ruft euch. Avanti! Hat er mich gerade gehalten? Ergreift ihn! Nicht ganz einfach mit dem Schwert, habe ich das Gefühl. Würde das richtig werden. Kommt schon, ihr faulen Hunde, wir müssen an Assassinen gehen. Kommt schon, ihr faulen Hunde, wir müssen an Assassinen gehen. Zeigt ihnen die Gastfreundschaft der Borgia, Jungs. Ich will alles tun. Erledigt ihn. Kommt schon, ihr faulen Hunde, wir müssen an Assassinen gehen. Schon, ihr faulen Hunde, wir müssen einen Assassinen grillen. Zeigt ihm die Gastfreundschaft der Borgia, Jungs. Forza Borgia! Erledigt den Schleimbeutel! Zeigt ihm die Gastfreundschaft der Borgia. Los, lass! So. Und weg ist er. Medizin von denen, das ist cool. Also ich krieg ja alles dann also voll. Geil, gleich das Medizin wieder drin. Nicht schlecht. So. Gut, wie kann ich das reduzieren, was die da haben? Haben die eine Flagge oder sowas, die ich runterreißen muss? Das habe ich nämlich gar nicht gelesen. Karte gucken, was ich machen soll. Borgia-Einfluss, ja. Achso, Schwierigkeit 1. Völlig gesagt, was? Nochmal nachgucken. Also, Borgia auch mal in das Gerüst werfen. Achso, sowas soll ich auch noch machen. Ja, das muss ich mir merken, dass ich danach gucke, um volle Synchronität zu kriegen. Mal packen. Gut, ist anscheinend nix. Dann gehe ich wieder runter.
höre doch dieses Flüstern. Synchronisieren. Yeah. Ist auf jeden Fall ein Außenposten. Na gut, dann gehen wir erstmal zur Haupttür zurück. Vielleicht erfahre ich dann mehr. Was ist hier geschehen? Das ist Blut. Nur weil ihr ein paar Wachen tötet, gewähren euch die Leute nicht automatisch Zugang zum Stall. Ihr habt recht. Wir müssen ein Zeichen setzen. Wartet hier. Ah, oh, jetzt kommt's wahrscheinlich. Die, das Tutorial. Was muss ich sagen? Gasser wurde getötet. Zünden Sie den Turm an. Okay, Feuer. Gute Vorstellung. Passt echt aus. Das heißt, deswegen muss ich wahrscheinlich jetzt ganz nach oben, ne? Anscheinend steht dieser Stall inzwischen zum Verkauf. Nach euch. Hört her! Trinkt nicht das Wasser des Severes. Keiner böse. Campo Marzio. Die kürzlich ausgebrochene Syphilis wird mit dieser Angewohnheit in Verbindung gebracht. Okay, jetzt kann ich den Stall retournieren, ja. Renovieren. Für null sogar. Oh, das ist ja günstig. Ja, ist nicht voll synchronisiert. Ist aber auch nicht so schlimm. In der Behandlung von Gicht wird als Wunder gefeiert. Er beinhaltet das. Wie gewonnen, so zerronnen. Machiavelli zum Campidot Glio begleiten. So, aufsitzen. Oh, gleich ist auch Schluss. Eine Erinnerung an alle Damen des ältesten Gewerbes. Falsch, ups. Was? Ich hab sie wieder. In all seinem Großmut, seiner Weisheit und Güte. Wünscht, dass alle jungen Römer zu einer besonderen Einsegnung an ihrem 14. Geburtstag vorstellig werden. Alle! Ich glaube, das Spiel macht jetzt erstmal eine Tutorial-Runde für mich. Das Pantheon. Dieses Wunder der Architektur steht als größte ungestützte Kuppel der Welt auch noch 2000 Jahre nach seiner Errichtung. Die Öffnung der Mitte der Kuppel, auch Oculus genannt, ist die einzige Lichtquelle für den riesigen Innenraum. Es wurde 126 UZ von Marcus Agrippa als Tempel für alle antiken römischen Götter erbaut. Inzwischen ist das Pantheon aber zu einem Leuchtfeuer des Christentums geworden. Das Gebäude wurde so oft niedergebrannt, wieder aufgebaut, ausgeraubt, verändert, abgerissen und renoviert, dass das Innere eine Vielzahl widersprüchlicher Bilder und Symbole aufweist. Offenbar ließen die meisten Götter dieses Gebäude extra für sich errichten. Ich für meinen Teil biete lieber die modernen Espresso-Bars an, die sie
die sich rundherum angesiedelt haben. Ah, ich kann noch Marker setzen. Okay. Ihr versteht es, Wunden zu schlagen, Ezio. Aber könnt ihr sie auch schließen? Ich will die Krankheit besiegen, nicht Symptome kurieren. Streitet nicht mit mir. Gut, dann lasst uns offen reden. Rodrigo Borgias Tod hätte nichts geändert. Das wage ich zu bezweifeln. Seht euch Rom an. Das Machtzentrum der Borgia und der Templer. Einen Mann zu töten ändert nichts. Wir müssen ihnen die Quelle ihrer Macht nehmen. Schlagt ihr vor, an das Volk zu appellieren? Vielleicht. Auf das Volk vertrauen heißt, auf Sand zu bauen. Da irrt ihr. Der Glaube an die Menschlichkeit sitzt tief im Herz der Assassinenbruderschaft. Und der muss eurem innersten Kreis angehören. Los, holt zurück, was er euch stahl. Ich werde beim Kapitol warten. Dort treffe ich einen Verbindungsmann. Gebt mir mein Geld zurück! Kommt hierher zurück! Verschwinde, bevor ich es bereue, dein Leben verschont zu haben. Keine Gesundheit verlieren. Okay. So. Ich würde sagen, ein Erkundungsturm noch. Ich bin an einen vorbeigelaufen, das habe ich genau gesehen. Den hier. So, jetzt die nächste Mission anrennen. Aber da kann ich auch genauso gut gucken, erstmal erkunden. Machen wir am besten mit dem Pferd, glaube ich, ne, was so riesig ist. Wie groß ist denn Rom denn bitte? Wie groß kann Rom schon sein? Ist das aufs Pantheon rennen oder wie? Mir fehlt jetzt echt dieses Hoch. Ey, na. Dieses Hochglitschen, was er sonst immer macht. Das kann er nicht mehr, warum auch immer. Das hat er verlernt. Dann könnte ich jetzt einfach so hoch. Ja, ist gut, ich mach das so von hier aus. Gut, wie er von da aus jetzt hochkommt, das ist mir ein Rätsel, aber es hat geklappt. Auf jeden Fall Handwerkskunst ohne Gleichen. Gut, dass das denn reinrechnet, ist natürlich scheiße, ne? Aber. Und es speichert. Gut. Danke fürs Zusehen. Beim nächsten Mal geht's weiter.